Mit der Nutzung von Kohle, Erdöl und Gas bläst der Mensch zurzeit etwa 40 Gigatonnen Kohlendioxid pro Jahr in die Atmosphäre. Mit 415 ppm, also 415 CO2-Molekülen auf 1 Million Luftmoleküle, ist die Konzentration etwa 40% höher als etwa Mitte des 19. Jahrhunderts, vor der Industrialisierung. Wie aber verursacht CO2 den Treibhauseffekt? Ein Teil des Sonnenlichts, hier gelb, wird direkt reflektiert, etwa von Eisflächen. Ein anderer Teil wird in unsichtbare Wärmestrahlung, hier rot, umgewandelt. Diese Strahlung kann die Atmosphäre nicht ungehindert wieder verlassen. Treibhausgase fangen sie ab und werfen sie teils auf die Erde zurück. Eine Art Ping-Pong-Effekt. Mit einem Experiment macht der Atmosphärenphysiker Stefan Bormann den Treibhauseffekt sichtbar. Mit dabei die Schülerin Svenja Kant. Die Sonne, im Modell eine Lampe, heizt die Erde auf. Wie das Land und die Ozeane absorbiert das schwarze Band die Strahlung und wandelt sie in Wärme um. Ein kurzer Hitzecheck. Das Thermometer zeigt 80 Grad an. Wärme, die wieder abgestrahlt und von einem speziellen Infrarotsensor gemessen wird. Das Gefäß dazwischen ist mit Luft gefüllt, sozusagen die Atmosphäre der Erde. Jetzt können wir diese Strahlung unterbrechen, indem wir einfach ein Stück Papier zum Beispiel dazwischen halten. Die Wärmestrahlung wird durch das Papier blockiert und kommt nicht mehr am Messgerät an. Der Zeiger geht auf Null. Jetzt füllen wir einfach mal in diese Atmosphäre ein Treibhausgas ein, nämlich Kohlendioxid, über einen Schlauch aus der Flasche. Für alle Skeptiker, hier geht es um das Prinzip der Treibhauswirkung, nicht um die Simulation der realen Verhältnisse, die im Reagenzglas nicht möglich ist. Das Experiment zeigt, dass CO2 in der Atmosphäre fängt die Strahlung ab. Also jetzt einfach nur die Szene. In einem zweiten Experiment kommt eine hochspezielle Wärmebildkamera zum Einsatz. Sie ist besonders empfindlich für einen Teil des Wellenlängenbereichs, der neben anderen für den Treibhauseffekt von CO2 relevant ist. Die Kamera registriert die Wärmestrahlung einer Kerze. Wie beim ersten Versuch wird reines CO2 in die Apparatur gefüllt, damit die Wirkung des CO2 prinzipiell sichtbar gemacht werden kann. Auch hier absorbiert das CO2 die Wärmestrahlung und das Bild der Spezialkamera wird dunkel, obwohl die Kerze am anderen Ende der Apparatur normal weiterbrennt und Wärme abstrahlt. Doch passiert das Gleiche auch bei anderen Gasen? Wird das CO2 in der Röhre durch Stickstoff ersetzt, baut sich das Bild auf dem Monitor langsam wieder auf. Das heißt, Stickstoff absorbiert keine Wärme. Fazit: In der Atmosphäre würde der Treibhauseffekt durch reduzierte CO2-Emissionen abgeschwächt werden.